Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich bin hier mit Noah Rayleigh, wir sind gerade in der Schweiz. Wir haben beide nicht geschlafen. 9.20 Uhr, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Amerika. 9 Stunden Flug, let's go. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, ihr Pisser. So Leute, wir sind fast am Ziel. Wir sind jetzt, Noah und ich sind in Philadelphia hier. Wir hatten ja gerade am Gate, fliegen jetzt noch eine Stunde nach Raleigh. Noah und ich, wir haben Jetlag ausgedribbelt. Also wir sind einfach wach geblieben, ganze Nacht, haben im Flug gepennt. Und jetzt ist es hier, ist es jetzt 14 Uhr. Und eigentlich wäre es aber, für uns ist es jetzt 20 Uhr eigentlich. Aber wir haben das ausgedribbelt. Jetzt sind wir hier wach und können auch den Tag genießen. Let's go, ausgedribbelt. Okay. Wir haben Noah, wir sind hier gerade angekommen, Leute. Oh mein Gott, ist hier das Hotel? Ja. Okay. Wir machen hier voll ernst mit Security hier anscheinend. Also hier ist so Food. How you doing, bro? What's up, bro? Sam, man. Ah, hier ist das Briefing. Ich wollte gerade sagen, Wavecheck! Okay, hier ist dieses Food Camp. Das sind gefühlt 1000 Leute oder so. World Cup Winner, guys. Moin. Come man, what are you doing? Big Zett in the house, wie geht's, bro? Gut. Einfach, das ist ein riesiges Zimmer, einfach. Riesiges Zimmer. Mit 1000 PCs einfach, also mit 100 oder so. 150 PCs, weil ich glaube, es sind noch ein paar Ersatzspieler hier. War der alles hier richtig am Cranken? Come on, bro, your Frank's almighty, bro. Du Hurensohn. Where's the Benji? At my song, I gotta give it a go, yeah. I had a grind, working for money in the door, yeah, yeah. Stop losing time, you wasting your time. Yo Leute, was geht ab? Yo. Tag 2, ja, wir gehen jetzt mal frühstücken. Es ist 9 Uhr, wir haben einen richtig guten Schlafrhythmus. Wir sind so beide um 8 Uhr in der Früh aufgewacht, weil wir cool sind und einfach die Matrix ausgedribbelt haben. Leute leben in der Matrix. Yo. Leute leben in der Matrix, aber wir nicht, weißt du? Und wir gehen jetzt frühstücken nochmal. Erster Einblick, okay. Muffins. Das ist so richtig amerikanisch. Potatoes. French Toast. Okay, das ist echt amerikanisch hier. Hallo. Big Ted, hallo. Hey, was schon, geht, Bro? Was? Hatte irgendjemand schon Media Day? Leute, wenn wir schon in Amerika sind, probieren wir auch Ahornsirup. So, mehr nicht. Der Wahnsinn. Hä, nimmt ihr keine Eier? Hä? Ja, doch nicht auf den süßen Teller. Ja, aber das würde ich jetzt danach essen, to be honest. Digga, halt mal nicht. Bro, das Frühstück. Halt deine Fresse, du. So, Frey, du hast noch gar nicht Hallo gesagt, glaube ich. Moin, moin. Hey. So, zeige ich hier nochmal die Player Lounge. Also hier sitzen alle. Ich mach auch, genau. Du musst mit mir vloggen. Okay. Nein, okay. Du machst es danach. Okay. Machst danach nochmal. So funktioniert YouTube. Man faked einfach danach nochmal. Okay. Okay. Hier gibt's so Snacks überall. Hier sind so Couches zum Chillen. Hier ist ein Hub. Schieß einen Hub. Ja, okay. Yo, man. No way, come. Oh, okay. Hier ist auch noch so eine Ecke. Hier sind Drinks. Rum. Wasser. They call me Lenny Nance, man. Oh! Ah! Was hat das? Oh, nein, okay, das ist wirklich schlimm. Ja. Ja, Pool gibt's auch hier draußen. Ist leider arschkalt. Oh Mann, ey, ich wollte unbedingt in den Pool. Ich auch. Wir wollten unbedingt einen Stream hier machen. Wie cool wäre Stream hier, so chillen, 30 Grad. Aber wir machen, wenn es so wärmer, es wird wärmer heute. Es werden heute 27 Grad. Ja, okay. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer... Yo, was denn? Kennst du die Buddy Socken? Was geht ab? Kennst du die Buddy Socken? Nee. Yo, was ist denn los, Leute? Heute ist wieder euer Haubner und der Benny von die Buddy Socken. Okay, get sturdy, get sturdy. Oh, ja. Damn. Ja. Damn. 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 So, wir holen uns hier gerade 2 Cookies and Cream Milkshakes. Weiß ich nicht. Ich muss so scheißen. Ich glaube, ich scheiß gleich in den Milkshake. Und das ein paar mehr Cream. Der Typ hat so Druck gerade. Aber ich auch noch ein bisschen. Bin ich ehrlich. Ich setze mich gleich sofort auf die Toilette mit dem Milkshake. So, hier haben wir die NPCs. Hey, Alex. Man. Wie geht's? Bist du aufgeregt? Hast du Bock? Ja, richtig Bock, Mann, heute. Let's go! Yo, Bro, hast du Bock auf heute? Behindert, Bro. Echt? Ah, bin vertestet, hab richtig los.
Hast du Bock heute auf heute? Ja, ich habe Bock zuzuschauen und euch rasieren zu sehen. Ich habe auch Bock heute zuzuschauen, weil ich einfach Osborn sterben werde. Bro, nein. Nein, wirklich nicht. Wer kommt jetzt nicht? OC. Oh. Einfach kurz, das war's. Aber Double FNCS Winner OC, oder? Triple. Triple? Scheiße. Aber trotzdem weniger. Egal, 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 das sind Noobs, das sind Noobs. Der hat so Druck. Einfach Aqua ist einfach nicht mal wach. Wir müssen eigentlich jetzt schon losgehen. Wen nimmst du dann? Wen nimmst du als Ersatz? Es gibt ein paar Ersatzspieler hier. Ja, dann setze ich mich selbst auf die Bank, Digga. Wen würdest du von den Ersatzspielern nehmen? Frey, nicht. Oh, Bro, er sieht das. Er sieht das? Ja, er sieht das Video, sicher. Ja doch, ich will Frey nehmen. Let's go, man. Wenn wir Wavy go, gut. Statement zum heutigen Tag, was geht ab? Ich werde heute 6-0 Osman gewinnen, weil ich guter Vater bin. Okay. Ja. Und was sind deine Erwartungen vom heutigen Tag? Top was 10. Erwartest du mindestens heute? Top 10. Top 10, okay. Und dass ich keine Nackenschmerzen mehr habe. Wir haben Lu90 hier. Sag mal Statement zum heutigen Tag. Ja, alles cool. Okay, was sind deine Erwartungen? Ja, ich meine, außerhalb von den Wave-Leuten ist Quise und Veno ziemlich ein Threat. Aber ich glaube, Janis und Vadeal haben auch gute Chancen auf den ersten. Uncontested, das ist gut. Ja, das ist gut. Und sonst die anderen, glaube ich, haben auch sehr gute Chancen. Zumindest Top 10 ist, glaube ich, bei allen drin. Okay, let's go, man. Yeah. Look at your new duo, bro. Look at your new duo. Vielen Dank für die Chance. Bro, look at your duo. Wir müssen legit losgehen. Wo ist der Dude? Digga, wenn ich es wissen würde, wäre ja okay. Du weißt schon, ne, wenn er jetzt, ich ihn jetzt aufwecke, ne, dann brauche ich einen Backup-Player. Ich habe gerade gefragt. Wenn er jetzt in den nächsten 5 Minuten... Let's go! Ja. Bro, 50-50 gemashtash mit Frey, bro. It's over. Ich bin der beste 50-50. Was in Grants passiert? Der beste 50-50. Komm, stärk dich. Reason kann es kaum erwarten, mit dir zu spielen. Noah hat ganz gelacht, aber sein Duo ist irgendwie auch noch nicht da. Bro, wenn man realisiert. Hallo? Where are you? Bro, you need to come. Are you retarded? We need to go. Come. Yes, we're leaving now. We no, 9:30. They changed it. Bro, you need to come. You need to come now. What are you doing, Bitzimmer? Fucking get your player card and Frey, yeah. Let's go. Jag die. Ich hab's ja Gefühl, Frey wird halt echt spielen. Bro's not getting picked. Mon frère. Bro, I was wrong. Nothing. Bro, did you hear what I said? I saved your ass, bro. Yeah. Bro, did you hear what I said? Yeah, you didn't I said it's a 10-15, you idiot. Yeah, bro. Let's get up in the battle bus here. Falls ihr euch wundert, warum ich immer mit Noah bin, weil ich Noahs Aufpassperson bin. Das heißt, ich muss immer hingehen, wo Noah hingeht. Hier hinten im Hotel stehen die ganzen Busse ready zum Abfahren. Invitational, championship, sir. Money, trophy, legacies, everything to be built this weekend. Yo, this is gonna be a sick vlog too. Like and subscribe. Let's go. Let's go, boy. Irgendwie so eine leicht angespannte Stimmung. Man merkt so, es ist ein bisschen Magic in der Luft. Ja. Vico, wie findest du die Stimmung? Du hast schon Bock oder bist du tot einmal noch? Hab Bock. Also, den Schrubbuch sage ich so oft, sage ich auch zu Mama, der beste Warm-up ist kein Warm-up. So. Sag mal, nicht weil die Kids haben hier kein Warm-up. Also, die gehen einfach. Ich glaube, wir haben Warm-up. Was? Ich glaube, wir haben Warm-Up. Der hat zugeschwert, der eine. Ah, okay, ja. Okay, die dürfen so ein, zwei Games spielen davor, aber es gibt hier kein Creative, kein gar nichts. Also hier gibt es viele Regeln. Die haben so eine eigene Version von Fortnite hier drinnen. Ja, wir ohne haben Creative. Wir haben zwei Tabs, einmal locker und einmal Compete. Ja, ja. So, ich muss auch einfach mal sagen, jetzt ich tanze hier kurz den Gritty. Okay, den macht, wenn ihr das seht, Vadeal macht den heute, wenn er heute auf die Stage rauskommt, das habt ihr sicher im Livestream gesehen. Okay, mach. Right foot creep, ja. Ja, okay. Und ich mache den hier mit den Dings mit Fuß geradeaus. nein, der ist gut. Nein. Der andere ist cooler. Der ist zu goofy. Okay, Leute, also das hier ist die Arena. Was sagst du? Ziemlich cool, ziemlich huge, so von der Dimension, die Breite. Ja, also breit. Also im Vergleich zu Saudi-Arabien, das war zum Beispiel gefühlt die Hälfte. Und hier, also da. Boah. Auch die fette Audio-Effekte. Die Audios und so hier alles ist richtig crazy. Can we ask you some questions? Yeah. You guys want to be in a vlog? Yes. Sure. Okay. Do you know Wave Esports? I'm not. The team? Wave. Yeah.
From Europe? Yeah, yeah. Yeah. From where are you guys? Oh, we're from California. California? Yeah. Oh, that's cool. That's west coast. It's yeah. very far. Yeah. So when did you travel here? When did you arrive? Oh, we arrived 2 days ago. Thursday. So and you all came with your parents? Yeah. And who is your favorite player in Fortnite? Probably Mr. Savage. Mr. Savage? Yeah. Okay. And who do you think is gonna win? Mr. Savage. Okay. And you guys? Guild Hen all the way. Guild Hen, okay. What? And you? Booger and Miro. Oh, okay, okay, okay. Yeah, okay, right. Nice. Have a good time, guys. Good time. See you guys. Die waren sicher schon 18, glaube ich. Die sind safe schon 18. How you guys feeling? How you guys feeling? I'm feeling good, and you? What's up? I'm good. Good night, bro. So ist das Setup hier von Jungs. Wo ist der PC? Wo ist PC? Hier haben die PC hier unten. Und ja, und sonst. Aber sonst eigentlich eh okay alles, oder? Das ist halt mein Setup, ist gut. Oh. Der Monitor ist nicht meiner, aber keine Ahnung. It's old, man. Bro, Red Dragon Mousepad, bro. What is this? Red Dragon Mousepad. You know where I got it? Where? I got it from Saudi. I had no mousepad, I took them. But you were in Saudi? Yeah. Hey, Aqua. Hallo. Wie geht's? Wie geht's dir? Gut. Und dir? Macht Spaß, bro. Wann geht's los? Erst in 10 Stunden oder so. Ja, der Typ hinter uns war Top G. Ja. Ja, Top G. Yeah, you like Top G. They're saying you're a cool guy. Ah, my pleasure. Yeah. My pleasure. Ja, Leute, jeder hat so einen eigenen so Dude hier hinten, der sich um die kümmert immer. Die haben den besten. Ja, wir haben den besten. Okay. Here we have some Fortnite crank. Wir hören nichts. Aber, can you leave, guys? Prank, moin, moin. Pinkes Mausbett. Pinkes Mausbett, sehr gut. Oh, hat sich einfach einen Mr. Beast Burger gejoint. Das ist echt ein Mr. Beast Burger. Da steht Fortnite drauf. Ja, aber nein, das ist mit Mr. Beast. Also diese. Der hat seinen eigenen Burger. Ja, das freut mich viel. You guys got outdraft. Yeah, I draw. Bro, I have 50 packet loss. I can't build. Everyone has 50. Shotgun, minis and match. And I couldn't build. Shotgun? AR, minis. I did everything, mate. That's what, mate. For I can't drink. That was a free kill. No, I should on Venno. Venno, talk. I don't know. Got everything from one chest and I couldn't build. And you were like standing still. Yeah, I was like shooting. I stopped shooting and then I killed you somehow. Yeah, I don't know. I didn't hear any noise. I didn't hear you shooting. I was just dead, bro. Bro, you wanna say something to the German community? I think they're like waiting in line right now. Pick that box, bro. Get me the Beast Burger, bro. I could. Wir gehen jetzt zum Meet and Greet hier, müssen jetzt ein Foto machen. Wir stellen uns da beim Meet and Greet. Ja. Excited for all of you. You're gonna be watching today. Hello. Nice to meet you. What's your name? Yeah. Nice to meet you, man. Can you play Fortnite? I play Fortnite. Yeah. Oh, you my free time. I think. A little bit. Okay. Here, I got you my signature. Can you please write four, four, four? Four. Yeah. Spell your name because I haven't heard of you. Four. V. A. A. Yeah. D. Yeah. E. Uh-huh. A. L. Okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Are you a full caps guy? How do I focus? Hi, what's up, man? Absolutely. How you doing? Nice to meet you. He's so stoked. Oh my gosh, guys. Hey. Hello. You guys, you want to say something for the vlog? Hi. I don't know. Hi. Hi. Hello. Hi. Say like and subscribe, please. Like and subscribe. Let's go. Yeah. Nice to meet you. Oh my God. To get in. Oh my God. How's it going, man? Hello. You a little nervous? It's all good. He's about to play. That's why he's nervous. You about to play? Hell yeah, man. Go dominate. Hey, bro. Thank you. Go. Okay, die Show hat hier jetzt schon begonnen. Hier sieht man schon die ersten. Fortnite, ja! Statement. Habt ihr den dann out of zone gerammt? Ersten zwei Runden waren richtig kacke. Wir haben uns nicht gebieft oder sowas. Ihr habt euch gebieft? Ne, wir haben uns nicht gebieft, war alles chillig. Wir sind halt einfach an Search gestorben und zweite Runde habe ich ein bisschen gefroht. Und dritte Runde haben wir dann einfach gepoppert. Letzte Runde war bei euch auch gut, oder?
oder? Ja, erste Runde sind die OCE-Spieler weggedimmt und zweite Runde halt 2-0. Also insgesamt 2-0. Hallo. Nico, was los? Wie läuft's? Super, besser als ich dachte. Echt? Welche Platz hätte? Ich kam 17. oder so. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich dead last werde. Der Emergent, der ist immer am Zerlegen. Der ist immer einer der ersten Kills. Ja? Ja. Ja. Hashtag Fortnite. Wir contesten irgendwelche Medis-Kids. Die haben keine Ahnung, wie das Game geht. Die sind schlechter als du. Du könntest theoretischerweise mitspielen. Du würdest besser als sie sein. Die haben keine Finger. Die sind so retarded. Ich habe noch nie was so richtig schlechtes Spiel gespielt. Super lustig. Man braucht 400.000 Search, erste Zone. Wir haben keine Gegner um uns. Richtig lustig. Ich habe gesagt, Search wird sehr krass sein. Also so wie in keiner anderen Lobby. Es leben 95 Leute nach der ersten Zone. Ja. Da müssen 30 Leute sterben. Richtig lustig. Das ist lustig. Ja. Aber er hat jetzt den besten Entrance. Der war so gut. Ja, okay, Tag 1 ist over. Die Wave-Jungs, Lou. Ja, ich glaube, bis jetzt, wir können so ganz zufriedenstellen. Ich glaube, bei Vico und Vico und Noah läuft es ein bisschen. Ja, aber Marial und Janis, die haben irgendwie. Die haben Stormchurch-Probleme. Ich bin zwar uncontested, was gut ist, aber die brauchen vielleicht zu lange zum Looten, bekommen nicht irgendwie die Early Fights, dass sie Stormchurch bekommen. Ist halt auch viel stärkerer Stormchurch hier, als wie wenn du jetzt irgendwie at home spielst. Alle Leute schwitzen noch mehr rein. Vico ist Top 9. Ja, mal sehen, vielleicht, ja, wir schauen morgen. Wir schauen morgen, ist nicht das beste FCS, aber ja. You can't win them all, oder Lou? Ja. So Leute, wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt in der Player Lounge. Die Jungs sind alle nicht wirklich gut drauf. Wir gehen jetzt alle, ich gehe jetzt ins Bett, es ist knappe 0 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Was geht zu einem neuen Video? Letzter Tag FNCS. Was willst du heute für einen Platz? 40. Okay. Und du? Ich werde halt so 15. noch. Letzter. Letzter? Everyday Scheiß hier. Auf dem Boot. Hinterm Hotel. How are you? Yeah, what's up, bro? What's up, bro? How are you? I'm good. Was sind die Strats für heute, Bro? Kennst du Brücken? Da gehe ich runter. Wo gehst du arbeiten? McDonalds. Hauptsächlich hier Eltern mit kleinen Kindern und hin und wieder ein paar normale Leute auch, aber meistens nur kleine Kinder, so wie er. Ja, kleine Kinder, so wie er mit den Eltern, ja. Ja, gute Sitze haben wir mal wieder. Die wird man gar nicht kontrolliert auf Sitze eigentlich. Man muss sagen, die haben am Anfang so Stress gemacht hier wegen allem. Und im Endeffekt war irgendwie alles egal. Man darf filmen, wo man will. Irgendwie. So die ganzen Security-Leute, die sind immer so ultra aufgepusht und schreien dich so an, gefühlt. Aber dann im Endeffekt, wenn du hier so reingehst, dann ist jedem alles egal. Janice and Vidio know better. They need to continue the pressure. Vito goes down. He takes a shot. Vidio blocks it. Beautifully done. Janice stuck up from behind. Queasy with a great follow-up. And oh my gosh! It was so close. But Queasy touches out in the end. Queasy with a great follow-up. Halt's Maul, Leute. Es geht um den ersten Platz. Venno gegen Kami. Halt's Maul. Venno muss gewinnen und dann noch kommen. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schau, wie sie aufstehen. Halt's Maul. Das hätte auch Vardial sein können, ja. Letzte Season war es halt Vardial, diesmal war es halt eine LAN. Was soll ich sagen, Jungs? Ja, was soll ich sagen? Boah, also die Entscheidung von Queasy und Venno, auf Seti und Kami zu laden im letzten Game. War gut, oder? Also, ich glaube, es war eine gute Entscheidung von Queasy und Venno. Ja. Man muss verstehen, nicht, weil es nicht funktioniert, nur weil es nicht funktioniert hat, heißt nicht, dass es eine schlechte Entscheidung war. Ja. Ich glaube, die hatten sonst, das war die beste Chance, Queasy und Venno hatten, um zu gewinnen. Ja. Und war ein cooler Moment zum Ende und ich bin sehr froh für Seti und Kami, die haben es verdient. Julia. Let's go! Let's go! Alle gefickt, let's go. Oh. Lenny, rate the experience hier. Wie war das ganze, die ganze Woche? Ja, okay, abgesehen jetzt von der Performance. Wort ist der beste, Bro. Ihr sagt alle Deutschen? Ey, du warst wohl der beste Schweizer. Lustig. Mann, lächelt doch bitte. Ich wollte den Tint anzufassen. Nein. Hallo. Nein.
Nice. $500, wurdest du ein 50 oder? 150. Boah. Mashallah, Digga. Your credentials. What is that? It's right here. Yeah, nice. Yeah. Good. Thank you. Take it up. Halt ihn auf ein bisschen, halt ihn auf. Geh kacken.